Einen der schönsten Anblicke Bremens erlebe ich immer wieder, wenn ich auf dem Bremer Marktplatz stehe. Da verstehe ich das Wort Baukultur. Und ich hoffe, ich verstehe es richtig. Es geht über den blanken Zweck eines Gebäudes weit hinaus. So ein Ort muss mehr können, als einfach nur funktionieren. Baukultur umfasst den Städtebau genauso wie vermeintliche Randthemen wie den Verkehr oder die Kunst im öffentlichen Raum. Und jede und jeder von uns ist tagtäglich damit konfrontiert. Und da die Projekte so unterschiedlich sind, braucht jedes ein passendes Verfahren. Damit Veränderungen gut werden und auf breite Akzeptanz stoßen, braucht es den Dialog mit allen Beteiligten. Den Nachbarschaften, der Stadtplanung, der Denkmalpflege, dem Landesbehindertenbeauftragten und vor allem mit denen, die bauen wollen. Ich wünsche mir für Bremen und Bremerhaven viele gemeinwohlorientierte, baukulturell wertvolle und natürlich soziale Lösungen. Aber wenn ich hier auf dem Marktplatz stehe, heißt das konkret, ich schaue nach rechts zur Domsheide, ich schaue nach links zum Brill. Viel Sichtbares ist hier in den letzten Jahren nicht passiert. Baukultur ist also Verfahrenskultur. Aber mit steigender Komplexität werden auch die Verhandlungsprozesse vielschichtiger. Diese Prozesse müssen vorangebracht und moderiert werden. Das erfordert viele sachkundige Fachkräfte in den Behörden sowie auf Seiten der Planenden. Viele unterschiedliche Beteiligte, unterschiedliche Interessen. Da sind die Konflikte vorprogrammiert, die ausgehalten und gelöst werden müssen. Wer soll's machen?